Moinsen Leute, willkommen zurück bei mir, der Jörg zockt und Killzone Shadowfall. Beim letzten Mal habe ich auch halbwegs abgefailt, was ja die zwei Trophäen betrifft, aber ich habe die natürlich dann trotzdem noch geholt. Dann somit geht es jetzt hier weiter, einfach nur hier die Tode wieder wegzubomben und natürlich nach wie vor versuchen hier die Zivilisten zu verschonen, dass ich die Trophy eventuell noch bekomme, gewissenhafter Killer. Andernfalls natürlich, wenn es nicht so sein sollte, darf ich größtenteils das komplette Kapitel 5 nochmal erneut spielen. Mit natürlich erhöhter Rücksicht auf irgendwie die Zivilisten. Da muss ich mir dann irgendwie was einfallen lassen. Was ich aus meinem Warnschuss in die Luft oder so ein Kack, dass die sich zumindest mal ducken oder wegrennen und dass dann natürlich, sobald die weg sind, die Hellgasts töten. Genau. Aber jetzt dann ja erstmal wieder hier. Ohne Tode. Das ist natürlich jetzt erstmal das Primärziel, was ich jetzt hier da haben werde. Und jetzt natürlich ganz klar hier die zwei Dinger hier am Stück. Also einmal hier, man sieht es jetzt hier auch wieder im Bereich. Er soll bezahlen und der nächste gleich auch wieder mit. Jo, damit wir das hier alles haben. Genau, sowas dann zum Beispiel. Dass ich die hier nicht treffe. So, mal kurz mal warten, bis sie alle wegrennen. Ist definitiv sicherer. So, wie muss ich denn da hinten? Okay, da sind auch noch zwei, drei. So, alle klar. Na, auch schon mal das hier mal umswitchen wieder. Nehmen wir natürlich lieber diese Knifte. Bum, 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 bum. Da ist auch wieder einer. Genau. Da ist jetzt mein toller, beliebter Checkpoint. Von letztem Mal. Hä? Okay. Na dann. Patsch. So. Tach, tach. So, ein paar sind schon mal tot. Zivilisten sind ja keine, also kann ich ja ruhig meine Drohne auspacken. Ah, der ist auch weg. Na komm, flieg mal dahin. So, weil hier hinten ist er mal einer abgehaut. Da ist er. So, Patsch. Das war der. Hat er den jetzt? Ne, da ist er. So, jetzt er. Alle klar. Einmal zurück bitte. Und ich muss jetzt da nach hinten. In den Aufzug. So, und das durfte auch der Aufzug sein, wo normalerweise die Trophäe freischaltet, gewissenhafter Killer. Ja, wie man jetzt sieht, tut es das nicht. Dann habe ich hier irgendwo definitiv einen Zivilist getötet, wahrscheinlich durch meine Drohnenaktion. In dem Part davor, dass die Drohne dann doch zu mir mitzählt. Und dann reicht es auch schon, wenn ich nur einen Zivilist anschieße. Also der muss ja nicht unbedingt direkt sterben. Anschießen reicht. Jo. Egal. Wird es wahrscheinlich eine meiner letzten Trophäen sein. Die ich hier dann freischalten werde vom Story-Modus her. Da unten muss ich hin. So. Platsch. Da lang. Oder die meinen aus dem Aufzug dann ganz da hinten. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Oder generell weiß ich das nicht. Gewissenhafter Killer. Nice. Da ist sie ja. Jo, wunderbar. Perfekt. Das heißt, abwuchsen.
Sehr nice. Das ist nice. Doch, gehen wir hier durch. Sicher sagen wir da mal meine, oder auch nicht. Drohne hinschicken. Bum, 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 bum. Schicken wir die mal dahin, weil ich weiß ja, wie das eigentlich dann Gegner definitiv kommen werden. Wie zum Beispiel da der Sniper. Hä? Ist er jetzt schon tot? Ne, da oben ist er. Da ist noch einer. Ah, jetzt nicht mehr. Hä? Da unten? Alles klar, da ist noch einer. Da ist noch einer. So, woher muss ich denn nochmal? Da rein. Alles klar. Zack. Einmal push the button. Ach ja, das war das. Okay, alles klar. Muss ich natürlich hier auf den Träger rüber. Was sind wir denn jetzt hier eigentlich gerade? Jagd auf den Schatten. So. Dann einmal da rein. Und das hier. So. Alles klar. Jetzt durfte es eigentlich ja gleich wieder anhalten. Oder auch nicht. Hä? Ach ja, stimmt. Ich muss darüber mit dem dann darüber. Ah, genau, so war das. Auf jeden Fall gewissenhafter Killer auch schon mal, das finde ich sehr nice. So, einmal die Drohne mit Seil bitte. Ja, alles klar. Zack. Dann hier rüber. Da das gleiche nochmal triggern. Ach ja. So. Genau. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Was wollen wir mal kurz gucken? Machen Sie allein stolz, wunderbar. Da ist schon das nächste Kapitel, wo ich schaffen muss ohne Tod. Ne, reiche ich noch nicht. Hä? Mein Rentner, sieht er mich schon oder was? Anscheinend ja. Och, hör auf mit dem Scheißschild hier. Gott. Halt, Moment. Das war schon die richtige Waffe. Na? Hallo? Geht doch. So. Die mal fix nachladen. Ja, passt. So, dann darüber. Ah ja, soll natürlich meine Drohne immer noch auf Angriffsmodus schalten. Ich kann ihn nicht schaden. So, ich muss jetzt da hinten hin. Ach ja, jetzt weiß ich auch irgendwo, warum ich die Evakuierung verkackt hatte. Weil das auch nicht gerade ohne ist. Da war ja das irgendwie dieses Weggerenne, wo ich ja da verkackt hatte. So. Genau, einmal dahin.
Gut. Ich hab da was. Ich schicke es rüber. Ja, schick es rüber. Gute Arbeit. Genau das, was wir brauchen. Irgendwelche Hinweise auf Tyron? Sure. Tachsen. Oh, wenn Sie es gesehen hätten, das Leid. Sie hätten warten sollen. Wir warten schon seit 20 Jahren. Das ist lang genug. Außerdem war das nur ein Vorgeschmack. Und ohne mich würde sich diese Chance nie bieten. Was ich hier ja. erwartet, ist mein Werk. Denken Sie daran. Ich hätte erst mal bis 10 zählen sollen. Keine Sorge. Der und sein Messer immer. Zeit gekommen ist, werden sie gebraucht, um die Waffe zu liefern. Welche Ehre! Wann wird sie bereit sein? Bald. Nee. Die kleine Maus ist hier, schon bei der Arbeit. Mhm, die kennen wir ja noch, die Wissenschaftlerin. Lazars Talente werden nicht vergeudet. Ihr Fokus liegt diesmal darin, eine andere Art zu eliminieren. Ja. So, okay, alles klar. Das hier. Knöpfe drücken. Das passiert, wenn man Dinge hochjagt. Die Leute schnüffeln herum und suchen Antworten. So, muss ich jetzt mal irgendwas machen? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Zu Ende, Mörder. Machen Sie Ihr Land stolz. Naja. Der Vogel. Checkpunkt. Perfekt. Gut, das durfte ja jetzt. Bereits zur Evakuierung. Ups. Gut, da habe ich in dem Fall dann sogar jetzt hier nochmal ein Kapitel mehr gemacht, das ich eigentlich theoretisch hätte gar nicht brauchen. Gebraucht meine ich. Hätte brauchen. Ja, genau. Jetzt sehe ich das hier an, weil ich jetzt den genauen Laufweg dummerweise ja nicht mehr kenne. Ja. Ich probiere es einfach mal auf gut Glück. Ja, probiere ich ja gerade. Wo? Dahin. Genau, da war ja was. Das stürzt ein. Ah, hier. Ja, ist ja der Weg relativ simpel. Aber irgendwo war jetzt hier da noch eine tricky Stelle. Ja, jetzt kommt ja hier das komische Schiff, was mir jetzt so nebenher abballert. Wow, shit. Wow, wackelt das. So, dahin, dorthin, hier runter. Ja, es müsste hier eigentlich nur lang gehen noch. Da habe ich beim letzten Mal bin ich irgendwo runtergefallen. So. Verstanden, Pulsar. Aha. Sie haben mich eingekesselt, Sir. Ich komme nicht weg. Nee, gerade nicht mehr. Mal hier, Sir. Wir lassen dich kein zweites Mal entkommen, Lukas. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Verstanden? Man muss wissen, wann man verloren hat. Andernfalls kann es peinlich werden. Ah, okay, nice. Genau so endet das. Glück gehabt. Juh, perfekt. Das durfte dann jetzt auch fertig sein, weil gestorben bin ich ja nicht. Gewisser Killer habe ich. Gewissenhafter Killer. So, kann man das auch noch überspringen? Nee, das lädt noch. Soll ich mal natürlich nur, weil ich natürlich jetzt nicht geguckt habe, dass ich wie mit dem nächsten Kapitel aussieht. Also mit diesem jetzt hier. Ja, sonst habe ich jetzt dann gleich eventuell zweimal Ladebalken wieder heim, weil hintereinander. Weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass ich nur 15 Minuten brauche für drei Bereiche.
Also ich glaube, hier bin ich eh nicht gestorben. Glaube ich. So, beenden. Sieht man ja gleich mal. Erstmal checken, was Kapitel 5 so sagt. Kapitel wählen 5, genau. 0, 0, 0, 0. Ja, passt. So, ah, doch, natürlich bin ich hier dreimal gestorben. Ach ja, ich Depp, ich hab's aus. Ah, ne, doch nicht. Wollte doch nicht alle Kapitel, Bereiche. Alles klar, also bis sehen, was ich sehe. Brauche ich alle nochmal? Ja gut, dann fangen wir natürlich trotzdem nochmal gleich hier an. Also sorry nochmal für den doppelten Ladebalken. Ja. Vielleicht lässt sie im Stich. Mal schauen, ob wir mal das jetzt noch hinkriegen, bis sehe, was ich sehe. In einem Rutsch am besten auch noch. Es ist unterlegen. Ja. Durfte ich ja gleich wieder überspringen können. Ich glaube, das war jetzt irgendwann hier, ne? Nee, noch nicht. Ja, jetzt war's aber. Ja. Wunderbar. Genau. Da sind wir jetzt genau wieder hier, wo ich jetzt beim letzten Mal mit Killzone angefangen habe. Von den Kapiteln. Sinclair. Verlegt. Ich muss ihn warnen. Hüp. Hüp. Ja. Ich beschütze sie. Wir haben eine Chance, sie rauszubringen. Und zwar jetzt. Wo sind sie? Ja. Das ist der einzige Vorteil, dass ich mich jetzt definitiv hier auskenne. Halt. Den Sprung schaffen sie niemals. Geben sie mir etwas, die Lagersteuerung zu hacken. So. Ja. Jetzt los. Klettern sie ja. Mit dem Container. Dankeschön. Genau, so, ja, hier runter. Hier nochmal. So, hier. Darüber. Alle klar. Ich deaktiviere die Kameras auf ihrem Weg. Gehen Sie einfach immer weiter. Ich kann sie nicht lange ausschalten. Das ist eine Diagnose da. Ja, sehr nett. Ach ja, hier runter. Das sind bloß Wartungs. Bop, 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 bop. So, hier runter. Alles klar. Puh. Ich sehe mich hier irgendwie gleich jetzt runterfliegen hier. Ja, okay. Halt, da vorne sind Wachen. Rechts. Gehen Sie links, da ist es sicher. Gehen Sie hier rechts. Okay, ach ja, da fängt er. Ah. Da kommt eine Patrouille. Verstecken Sie sich in dem Container. Ja, jetzt weiß ich, wegen was ich da beim letzten Mal auch gestorben bin. Ich sag Ihnen, wann es weitergeht. Ja, weil ich die ja aus Versehen angegriffen hatte. Sind wir jetzt eigentlich hier? Immer noch, ich beschütze sie, okay. Jetzt los. Kommen Sie dem nicht zu nahe. So haben Sie keine Chance gegen die. Leitung. 3-3 Raven 7. Zone 6 sicher. Gehen weiter zu Zone 4. Ende. Düb, 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 düb. Verstecken Sie sich in dem Container davor. Alles klar. Sie machen das gut. Danke. Jo. Hallo? Ah ja, genau, wieder warten, bis er hier nach vorne gelatscht ist wieder. Los, das ist Ihre Chance. Sie müssen klettern. Ja, schon dabei. Gut, es war noch ein Checkpoint. Dann hier wieder runter. Ja, da lang. Alles klar. Wenn ich wüsste, wo es lang geht. Das kann ich nur schwer glauben. Ich tue dir auch gerne meine Leute, um sie zu retten, Marshall. Also wenn sie meinen Worten nicht glauben, sie meinen Taten. Ja, da hat er wohl recht, ne? Checkpoint. Voraus sind noch zwei Wachen. Ich kann ihren Funkverkehr abhören. Es klappt nur zeitweise, aber ich schicke, was ich kann.
So, gut, dann chillen wir jetzt mal wieder hier, ne? Da bin ich beim letzten Mal ja auch gestorben. So, immer noch, ich beschütze sie, passt. Da sehe ich auch gerade, rennt die Zeit mir doch schneller davon, wie erwartet. Weil ich mich ja hier noch nicht durchballern kann, weil ich ja überhaupt keine Knifte habe. Ja. Nicht bewegen. Er kommt direkt auf Sie zu. Mhm. Ich sehe sein Ziellicht. Machen Sie kein Geräusch. So, jetzt husten. Na? Gut, einer ist da. Okay, ich glaube, das müsste jetzt gerade hier gewesen sein, ne? Wo ich jetzt lang muss. Jupp. Passt. Bum, 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 bum. Genau. Dann mach ich hier rüber. War das hier? Ich glaube ja, ne? Freigabecodes. Nein, da nicht. Das war dann da lang. Marsha, ich komme zu Ihnen. Der Bereich ist viel zu heiß. Ich schalte den Funk aus. Halt! Wo muss ich hin? Sind Sie da? Ja, noch gibt's ja nur eine Möglichkeit, ne? Zum Langlatschen. So. Ne, Mist, wohin war denn das jetzt? Ach, da hinten rüber, stimmt, genau, das war's. Guck mal nach oben, Jungs. Servus. Sie verweigern wohl gern Befehle. Warum habe ich Massar übergeben? Solange sie lebt, benutzt man sie, egal wer. Los, weiter. Wenn sie hier bleiben, sind sie tot. Verstehe ich. So. Hier herrscht eine Ausgangssperre. Wir müssen weg von den Straßen. Es wird nicht lange dauern, bis sie herausfinden, was passiert ist. Mhm. Wir müssen möglichst weit weg, bevor sie das tun. Wir können den alten Schmugglerpfad benutzen. Jo, dann mach mal. Kriege ich jetzt eigentlich irgendwann eine Knifte oder so wieder? Das weiß ich gar nicht mehr. Die Mauer nicht mehr weit, aber wir sind freiwillig und die werden alles auf uns jagen. Das dürfte definitiv der Bereich gewesen sein. Ihre vektanische Hälfte. Kennen Sie ihn? Dü, dü, dü. Ich habe früh gelernt, diese Frage nicht zu stellen. Ja. Ich weiß, wer ich bin. Definitiv jetzt nur noch alle Nicht-Tote einsammeln und im letzten Kapitel alles, die Gegner töten. Genau, das war's. Mehr Singleplayer-Trophies gibt's nicht. Danach geht's los. Multiplayer. Sie scheint mehr am Krieg interessiert zu sein. Das macht Visari nur, weil sie denkt, dass sie keine Wahl hat. Oder was sagen wir das jetzt hier? Ich beschütze sie immer noch. Okay, alles klar. Muss man definitiv warten, bis man da ist. Sie nicht mehr. Wieso sollte sie? Sie kämpft für ihr Volk, für ihre Heimat. Das ist alles, was wir haben. Überzeugen Sie ihr Volk abzuwarten. Das darf nicht passieren, Kellen. Nicht nochmal. Unschuldige werden dafür mit dem Leben bezahlen. Ja, ich zum Beispiel. Show. Wo ist man denn da? Hier wahrscheinlich ja nicht. Ah, ich glaube, das war's. Da oben. Ja. Genau. So. Verschwenden wir keine Zeit. Bringen wir sie hier raus. Richtig. So, Checkpoint. Kann man kurz gucken. Ja, Bereich neu starten. Raus hier. Gut, alle klar. Da ich jetzt aber relativ schon wieder am Ende der Zeit bin, mache ich dann doch hier mal ein kleines Päuschen.
So können sie Automaten hacken und Ziele anweisen. Ja, bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen diesmal besser jetzt gefallen wie beim letzten Mal. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, sag ich mal, bis demnächst. Ciao und Servus.